Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 4. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das bedeutet für die Stiergeborenen, sie suchen die Wahrheit. Sie möchten wahrgenommen werden oder bringen etwas ins Licht. Sie veröffentlichen etwas oder sie stellen sich gerade in Mittelpunkt. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Für die Skorpiongeborenen bedeutet das auch etwas, Materie. Die materielle Sicherheit oder dieses Gefühl nach Stabilität, diese Sehnsucht nach Sicherheit und Stabilität. Natürlich bedeutet das auch Natur, Ernährung, das Körper, die Körper in Form zu bringen und Naturverbundenheit. All das sind Themen momentan bei den Skorpiongeborenen. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Steinbock. Es ist heute ein Mondenergie, was uns zeigt, wir sind gerade in einer Kreuzung. Und hier bei dieser Kreuzung orientieren wir, wie geht es weiter? In welchem Weg sollen wir gehen? Welche Entscheidungen sollen wir treffen? Und weil das vielseitig ist und wir sind oft orientierungslos, das kostet natürlich auch Kraft, sind auch Veränderungen da. Und wir sollen heute ökonomisch denken und unserem Kraft bleiben oder unserem Kraft sinnvoll einsetzen. Und weil das ist die Energie heute, die Kraft, und da sind wir, da stehen wir in Einschränkungen, brauchen wir etwas, was uns Kraft gibt. Dazu empfehle ich den Halbedelstein Türkis. Türkis gibt uns Kraft, Selbstbewusstsein, stärkt auch die Lebenskraft, hilft bei Orientierung und schützt uns. Es wurde sogar erzählt, dass Türkis auch warnt uns von Gefahren, wenn die Farbe sich verändert. Dann können wir damit rechnen, dass Einflüsse kommen von außen. Und es ist ein Signal, eine Art Warnung. Und Türkis sollen wir einmal im Monat entladen mit Hämatit. Das heißt, über Nacht in eine Schale legen mit Hämatit. Und dann sollen wir aufladen, aber nicht mit Sonnenenergie, sonst verfärbt sich die Türkis, sondern wir sollen mit Bergkristall aufladen oder mit Mondenergie aufladen. Natürlich, wenn wir mit Mondenergie arbeiten, sollen wir die Mondphasen betrachten. Und heute steht Mond beziehungsweise nähert sich zu einer Verbindung zur Sonne. Das harmonisiert jetzt etwas. Also wir haben diese harmonisierende Energie des Mondes. Und bei Steinbock geht es auch um Materie, materielle Sicherheit. Handelt sich auch etwas im Tat umsetzen, unsere Ideen verwirklichen und Ziele setzen, also bei Zielerreichung oder wenn wir Wünsche haben und das möchten wir im Tat umsetzen oder in die liebe Partnerschaft, dass das Sicherheit, Stabilität da ist, eine feste Partnerschaft, all diese Wünsche können wir mit diesem jetzigen Mondenergie aufladen. In die liebe Partnerschaft ist Leichtigkeit. Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwilling und das ist Luftelement. Natürlich schenkt uns momentan diese Leichtigkeit. Und Venus bewegt sich im Bereich, wo Aldebaran befindet und bekommt einen Einfluss von diesem königlichen Stern Aldebaran. Aldebaran ist die Auge des Stieres,
gehört zu den einen von den königlichen Sternen, ein hell leuchtenden Stern. Und warum kommt der Einfluss von Aldebaran, was eigentlich ein Stern im Tierkreiszeichen Stier ist, gerade in diesem Bereich Zwillinge? Weil die Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß und die sind miteinander verschmolzen, und so kommt es, dass Aldebaran bestrahlt die heutigen Venus-Energie, und hier handelt es sich um Liebe, Partnerschaft. Und Aldebaran ist die Auge, wir öffnen die Augen für die Liebe, oder haben wir Erkenntnisse, oder sehen wir etwas klar und deutlich. Das ist der Einfluss auf die Liebesplanet. Mond bekommt auch Einfluss von Polis und Phasies. Polis ist ein Glücksstern und verspricht Erfolg und beeinflusst die heutige Mondenergie und wirkt auf unseren Tag, also was wir vorhaben, haben auch Erfolg damit. Und Phasies beeinflusst auch die Mondbewegung, und das bedeutet, etwas in Form zu bringen. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Aber bevor ich anfange, noch was Wichtiges: Die Sonne hat auch einen Einfluss von Sternbild Andromeda. Andromeda ist die gefesselte Königstochter und hat Angst, bis dann Perseus kam und befreite Andromeda von dieser Fessel. Und die Sonne vermittelt auch etwas für uns, damit klar zu werden, dass mit Angst geht nichts voran. Da sind wir gefesselt in Felsen und wir sollen von unserem Ängste befreien. Und jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Wie ich schon erwähnt habe, das bedeutet etwas für die Stiergeborenen. Erstes Mal durch die Sonnenkraft hier Klarheit, Orientierung, die Augen zum Öffnen, dann die Wahrheit zum Erkennen. Und dieser Aufstieg, wie ein Sonnenaufgang, bedeutet die Stiergeborenen auch eine Art Aufstieg, oder sie bringen etwas ins Licht, oder sich selber stellen sich im Licht und werden auch wahrgenommen. Und heute ist ein gutes Gefühl, all das, was sie vorhaben, und können sie das gut umsetzen in Realität. Aber es ist auch wichtig, die inneren Unsicherheit überwinden, Ängste loslassen und in Kraft zu bleiben. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeboren bewegt sich die Venus. Die Liebesplanet Venus ist auch ein wichtiges Thema, gerade Liebe, Partnerschaft. Aber Zwilling vermittelt uns alle etwas, und das ist die Leichtigkeit. Wir sollen die Liebe, Partnerschaft mit Leichtigkeit betrachten, ohne Druck, ohne Zwang, ohne Fessel, ohne Angst. Von Angst befreien. Und weil Aldebaran bestrahlt das alles, heißt es, die Augen öffnen, die Wahrheit, die Klarheit sehen. Wie steht das gerade in die Partnerschaft? Tragen wir die rosa Brille, dann ist es besser zu beenden und offen zu sein für etwas Neues. Oder wenn das schön ist, die Partnerschaft, dann auch die Werte erkennen und es befestigen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen bewegt sich vieles in ihrem Alltag. Das sind Kontakte, Einladungen, Besuche, Gespräche, Telefonate, nicht nur in vertrauten Umgebung, sondern auch mit der Verwandtschaft. Und die nächste Zeit wird ein wichtiges Thema die Finanzen. In die Liebe-Partnerschaft verspüren die Krebsgeborenen schon die Leichtigkeit, aber die Kraft. Sie sollen in Kraft bleiben, weil das kann passieren, dass es alles zu viel ist, und die verlieren die Kraft, die inneren Gleichgewicht, und fühlen sie sich müde und erschöpft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben eine gewisse Unsicherheit.
gerade bei dieser Kreuzung, wo wir jetzt stehen, was die Mondenergie uns alle vermittelt, hier treffen wir Entscheidungen, fangen wir an nachzudenken, welche Richtung sollen wir gehen, welche Entscheidungen sollen wir treffen. Das trifft uns alle, aber die Löwengeborenen empfinden das momentan als kommen die Unsicherheiten und Entscheidungsschwierigkeiten. Sie haben die Klarheit momentan nicht, welche Entscheidungen sind richtig, welche ist falsch, wie soll das weitergehen, und da zweifeln die Löwengeborenen zurzeit etwas. Sie sollen auch nicht heute diese Entscheidung treffen, sondern das ruhen lassen, und in den kommenden Tagen, dann kommen Einflüsse von außen und das spiegelt auch etwas für die Löwengeborenen, dann fällt die Entscheidung viel leichter, viel einfacher als jetzt gerade. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität. Und sie haben auch die Kraft, etwas zu bewältigen, auch Erfolg, etwas in Form zu bringen. Und sie spüren auch diese Kraft. Auch in Wohnsituation, auch im Arbeitsplatz, in der Liebepartnerschaft sind noch unsicher oder da sind Einschränkungen da. Da ein bisschen Geduld noch, bis das besser läuft. Aber in beruflichen Situationen und auch in die Wohnsituation haben die Jungfraugeborenen gerade Erfolg und Glück. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen fühlen sich nicht wohl im Arbeitsplatz. Viele Waagengeborenen suchen ihren wahren Berufung. Sie orientieren sich auch neu. Und weil sich wie gefangen fühlen in beruflichen Situationen, das kränkt auch ein bisschen. Und viele Waagengeborenen beschäftigt auch die Thema Gesundheit und auch die Ernährung. Sie möchten auch in Kraft bleiben. Was wichtig ist, Gespräche führen, informieren, aber nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern nachfragen oder zuhören, was der andere meint oder Informationen suchen, was können sie verbessern. Wo die Waagengeborenen aber Glück haben, das ist die Liebepartnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist auch sehr wichtig, die Liebe, Partnerschaft, und auch wenn da noch Unklarheiten da sind, trotzdem ist die Kraft da und kommt auch die Vertrauen, dass alles in Form kommt. Es formt sich etwas im Leben bei den Skorpiongeborenen. Vieles hängt mit der Vergangenheit zusammen. Entweder kommt das jetzt in die Oberfläche und die Skorpiongeborenen sind dabei, das Loslassen beenden, oder kehrt etwas zurück von Vergangenheit und die Skorpiongeborenen erkennen das, wie wichtig das ist, diese Verbindung, und das befestigen sie auch. Also hier sind die Entscheidungen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch sehr wichtiges Thema momentan, die Liebe-Partnerschaft. Und sie sollen darum kümmern, auch dass die Verbindung da ist. Nicht nur warten und Erwartungen haben, sondern selbst auch aktiv zu sein, auf anderen zuzugehen, Interesse zeigen, und so kommt es in Form. Dann haben die Schützengeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen bewegt sich einiges. Jetzt kommen auch Erinnerungen, viele Erinnerungen, was die Steinbockgeborenen noch bewältigen. Entweder das Befestigen, weil das wichtig und wertvoll ist, oder wenn das stört und nervt gerade die Steinbockgeborenen, dann auch die Entscheidung treffen, das Beenden, Loslassen, und so kommt das alles in Form. In der Liebepartnerschaft fühlen sie sich unsicher, die Gespräche verstehen sie nicht oder keiner hört zu. Also viele Lernaufgaben sind jetzt zugeteilt momentan bei den Steinbockgeborenen, aber die Ziel ist, etwas befestigen, etwas in Form zu bringen, etwas
natürlich auch zum Erfolg bringen. Und da brauchen die Steinbock-Geborenen gerade die Kraft, auch die Überzeugungskraft, dass es auch gelingt. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben Glück, schöne Gespräche, gute Möglichkeiten, auch beruflich, und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und in den kommenden Tagen bewegt sich einiges. Bei vielen Wassermann-Geborenen kommen auch alte karmischen Themen, Erinnerungen oder karmischen Begegnungen sind natürlich möglich. Bei Tierkreiszeichen Fischen geboren stabilisiert sich etwas. In die Liebepartnerschaft sind sie zwar noch unsicher, aber anderen Lebensbereiche wie Beruf oder Finanzen oder Freundschaften, Bekanntschaften oder in die familiäre Situation befestigt sich etwas, klärt sich etwas auf und das gibt Sicherheit und Stabilität, dieses Gefühl für die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen fühlen sich wie gefangen. Sie wissen nicht, wie das weitergehen soll. Aber die heutige Energie ist nicht dafür da, aktiv zu sein und vorangehen, sondern diese Zeit ist gerade das Zeit des Abwarten. Also wir lernen gerade geduldig zu sein und diese Zeit auch nützen, mal in die Tiefe schauen oder nach unserem Inneren schauen, und diese Zeit ist auch wertvoll und das ist der Erfolg, wenn wir das auch so sehen. Und das war mein Tageshoroskop. Was ich noch erwähnen möchte, das sind die Blitzberatungen. Wie funktioniert das? Es sind E-Mail-Beratungen. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Ich beantworte diese E-Mails blitzschnell, noch im selben Tag. Alle spätestens im nächsten Tag haben Sie schon die Antwort auf diese Fragen. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.